Das neue Audi A5 Coupé mit seinen Aero-Akustikwerten best in class. Ja, es ist schon so, dass wir als Audi sehr viel Wert auf die Aero-Akustik legen. Man möchte, dass man entspannt fahren kann und Windgeräusche sind dann natürlich ein wesentlicher Punkt. Also je geringer die Windgeräusche, desto entspannter fühlt sich das natürlich an. Kein Windgeräusch, das auffällt, das ist das Ziel. Über den kompletten Produktlebenszyklus beschäftigt sich das Aero-Akustik-Team mit dem A5 Coupé. Erste Designdaten vom Fahrzeug bekommt Entwickler Heinzelmann bereits in der frühen Konzeptphase. Die Arbeit im Windkanal beginnt dann am 1:1 Modell. Klassischerweise geht man erstmal her und setzt sich in das Auto rein, um einen ersten Höreindruck zu kriegen. Wind 100 bitte. Wind 100 kommt. Wir haben dann noch Mikrofone, wo wir speziell dann auch Ecken oder Auffälligkeiten dann abprüfen können und so beginnt das Ganze. Um die Störgeräusche am Exterieur messbar zu machen, wird ein sogenanntes Array eingesetzt, dessen Mikrofone spiralförmig angeordnet sind. Es sind in der Regel 40, 60, 80 Mikrofone verbaut und durch die Laufzeitunterschiede des Schalls zu den einzelnen Mikrofonen kann ich ein Bild rekonstruieren, wo denn der Schall eigentlich herkam. Eine der besonderen Herausforderungen beim A5 Coupé, die rahmenlose Tür. Das Array zeigt uns hier an der B-Säule eine deutliche akustische Quelle, hier der rote Hotspot. Wenn ich versuchsweise diese Fuge abklebe mit Tape und die gleiche Messung mit gleicher Einstellung wiederhole, dann verschwindet komplett diese Quelle. Die Lösung für die Serienproduktion? Eine zusätzliche Fugendichtung. Die daraus resultierende Geräuschreduktion ca. 2 Dezibel. Das ist natürlich sehr wichtig, weil gerade dieser Bereich in der B-Säule ist sehr nah am Fahrer- bzw. Beifahrerohr. Und durch die Maßnahme selber wird das Rauschverhalten und auch das Empfinden für den Fahrer deutlich verbessert. Doch nicht nur äußerlich wird die Aero-Akustik gemessen. Für den Lauschangriff aus dem Innenraum kommen echte Experten zum Einsatz. Für die Messungen ist der Xare und der Mike zuständig. Das sind unsere beiden Kunstköpfe. Und die Kunstköpfe haben die Besonderheit, es sind Mikrofone in die Ohren eingebaut und damit kann ich im Prinzip das Schallfeld im Fahrzeug gehörrichtig erfassen und ich habe den Eindruck, als würde ich wirklich selber im Fahrzeug sitzen. Mit einem 3-Säulen-Diagramm lassen sich die Messergebnisse dann vergleichen. Neben der Zielkurve, die es zu erreichen gilt, wird stets die aktuelle und die vorherige Messung angezeigt. Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen. Das neue A5 Coupé ist aeroakustisch best in class. Bei best in class vergleichen wir uns natürlich mit unseren Wettbewerber der Oberklasse. Wir haben natürlich das Ziel, immer besser zu sein als der Wettbewerber. Und das haben wir auch mit dem A5 geschafft. Das neue Audi A5 Coupé. Ein echter Hörgenuss außen und innen.